Wollen wir da wirklich rüber gehen? Sollen wir das machen? Seht ihr was? Oh Gott. So, kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt her. Oh Gott, oh Gott. Ah, das hier ist vielleicht die Tür, wo wir am Anfang hintergegangen haben. Und jetzt muss es auf alle Fälle hier. Dann muss es auf alle Fälle hier irgendwie weitergehen. Was ist? The dragging stain again. Ah. Die Spur durch den Blutfleck. So, das heißt, Moment, aber wenn er hier rausgezogen wurde, dann vielleicht hier rüber in den Keller runter. Na klar. Ah, da müssen wir aber nicht runter, denke ich. So. Spiel beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play. Ah, vielleicht mit dem Brecheisen? Brecheisen, wo bist du? Nee, das ist nicht die Lösung. Das legen wir uns aber mal hier an die Treppe. Nee, das ist der Blutfleck. Ansonsten sehe ich jetzt hier gerade nicht irgendwas, was uns helfen könnte. Ah, okay. The fuse box opener is locked in the old house in my duffel bag. What the fuck? The fuse box opener is locked in the old house in my duffel bag. In my duffel bag. Ach, von lauter Aufregung habe ich vergessen, was duffel bag jetzt heißt. Ach, Reisetasche hat er gesagt, ne? The fuse box. Ja, okay. Das heißt, Reisetasche suchen. Die ist wahrscheinlich im Keller, befürchte ich mal. Okay, das hatten wir schon. Ich dachte, da kommt noch ein neues Event. Wart ihr mit einer Reisetasche im Keller auf? I like the look of that dark corridor. Let's see if the light switch is working. Ich sehe jetzt im ersten Moment hier nichts. Better. Ob das besser ist, ich weiß nicht, wo Licht an ist. Kann halt auch Licht die ganze Zeit wieder ausgehen. Oh nein, die geht auch noch auf. Hier geht nichts aus. Auf alle Fälle, warum? Warum zum Teufel nochmal ruft man einen Architekten? Finally, House. Nur um ihn K.O. zu schlagen und einzusperren. Ja, wenn wir doch raus sind, warum laufen wir nicht einfach weg? Ich will nicht rennen. Locked. Befindet sich in meinem alten Haus. Da ist Licht an. Da gehen wir jetzt mal auf alle Fälle mal gucken, weil das sieht doch aus wie ein altes Haus. Hier kommen wir nämlich nicht rein. Ich weiß aber nicht, wo da der Eingang ist. Och, bitte nicht da rein, oder? Och, Leute. So, da war ein Ziegel davor. Da ist noch einer. Nicht zumachen. Broken. 13 so. July 2001. Subject: Final reminder letter. Dear Mr. Hopkin,
This is to inform you that, according to our records, as of 12 July 2001, we still haven't received back the scaffolding or the 3 suspension ladders you borrowed from the Daredrew Construction Stores on 7 June of this year. Please return the scaffolding within 14 days upon receiving this letter. Should you choose to ignore this appeal, we will be passing this matter to a collection company, which will be obliged to forcibly remove the scaffolding from your possession. To cover any fees or penalties incurred by such action will be your sole responsibility. Note, you will not receive any more reminder letters from us. Yours sincerely, Anna Catwell, Account Manager, Daredrew Constructions Limited. So, ich hoffe, ihr habt mitgelesen. Soll ich nochmal auf Deutsch vorlesen? Vielleicht, Entschuldigung, dass ich gerade auf mein Handy geguckt habe. Ich musste es gerade leise stellen, das war noch laut gewesen. So, betreff letzte Mahnung. Sehr geehrter Mr. Hopkin, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir laut unseren Unterlagen seit dem 12. Juli 2001 weder das Gerüst noch die 3 Aufhängeleiter von Ihnen zurückgehalten haben, die Sie am 7. Juni dieses Jahres in Filialen von Daredrew Constructions entliehen haben. Bitte liefern Sie das Gerüst innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens zurück. Sollten Sie sich dazu entscheiden, diesen Aufruf zu ignorieren, werden wir die Angelegenheit an ein Inkassounternehmen übergeben, was dazu gezwungen sein wird, das Gerüst gewaltsam aus Ihrem Besitz zu entfernen. Die Deckung der Gebühren oder Strafzahlungen, die durch einen solchen Vorgang entstehen, wird dabei Ihrer alleinigen Verantwortung unterliegen. Hinweis, Sie werden keine weiteren Mahnschreiben von uns erhalten. Mit freundlichen Grüßen, Anna Catwell, Kundenbetreuerin, Daredrew Construction GmbH. Oh je, ist das vielleicht das Stück Story? Ups, da hat es gerade nochmal gehangen. Ich weiß nicht, passiert das alles deswegen, weil der Mann einfach die Dinger nicht zurückgeben wollte? Auf alle Fälle, ich weiß nicht, ob wir Leitern brauchen, aber hier ist auf alle Fälle eine kaputte. This must be one of the 3 suspension ladders mentioned in the letter. Wir sind ja nicht dumm, wir sind klug. So, das heißt, kommen wir da rein? Nein. So, das heißt, eine der Leitern haben wir gefunden. Ob wir die anderen brauchen, weiß ich nicht. Das Gerüst fehlt auf alle Fälle noch. Ich weiß nur was wir jetzt hier drin noch groß machen sollen. Ich schaue mich mal gerade ein bisschen um, ob hier noch irgendwas von Interesse ist. Aber ich befürchte fast eigentlich eher nicht. Zumindest sehe ich jetzt auf den ersten Blick nichts. Das heißt, wir gehen mal wieder raus. Denn wir müssen ja immer noch die Sporttasche im alten Haus. Das sieht doch mal wie ein altes Haus aus. Übrigens die Lichtverhältnisse, wie die ganze Zeit wechseln, etwas irritierend, muss ich sagen. Geht's hier rein? More dark rooms. Ja, das sieht ja sehr vertrauenserweckend aus. Klar, ich sehe quasi eigentlich überhaupt nichts. Wieso haben wir keine Taschenlampe wenigstens? Hier ist ja gar kein Licht. Ist das so beabsichtigt, dass man quasi nichts sieht? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich es doch etwas heller stellen, damit wir überhaupt irgendwas sehen können. Ich glaube, auf alle Fälle werde ich es nachher über YouTube irgendwie heller stellen müssen. Weil ich glaube nicht, dass ihr sonst wirklich viel seht hier bei dem Spiel. Oh, und der Sound trägt nicht gerade dazu bei, dass ich beruhigter bin. Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Oh, etwas Licht. Nice. So, erstmal den Raum gucken. Was ist das? Da können wir ausnahmsweise mal nichts machen. Da geht Strom hoch. Ich sehe irgendwas von Interesse. Ich denke nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Wir gucken jetzt einfach mal hier weiter. Why is everything always locked? Ja, super. Und jetzt?
Und jetzt? Kann man das aufbrechen mit einer Stange oder liegen irgendwo die Schlüssel rum? Ne, ne, schön anbleiben. Seht ihr irgendwo Schlüssel? Why is everything always locked? Was ist denn? Aber da ist auf alle Fälle die Reisetasche. Die ist wichtig. Weil da drin ist der Schlüssel für den Sicherungskasten, wo wir vielleicht endlich dann etwas Licht machen können. Auf alle Fälle, hier drin können wir schon mal nichts machen. Jetzt könnten wir einen Schlüssel suchen gehen. Oder wir probieren es erstmal mit der Brechstange vielleicht. Ach, da war ja auch noch der lange Flur. Den hatte ich schon wieder komplett ignoriert. So, wir nehmen erstmal die... Nein. Wir nehmen erstmal die Brechstange. Vielleicht können wir die ja da gebrauchen. Ich habe immer Angst, dass bei so Spielen, dass man, wenn man dann auf einmal den Weg zurückläuft, dass dann irgendwas passiert. Oder dass, wenn man dann den Weg nochmal läuft. So, deswegen... So, das ist aber auf alle Fälle nicht die Lösung. Also ich vermute, wir brauchen diesen kleinen Schlüssel. Aber wo der jetzt tatsächlich versteckt ist, können wir gucken, ob da irgendwas angeht. Wir lassen mal das Brecheisen hier liegen. So, hier haben wir eine Lampe. Da passiert aber auch nichts. Hier haben wir einen Stromkasten, der scheint aber einfach nicht zu funktionieren. Und einen Lichtschalter sehe ich jetzt hier auch nicht an der Tür, außer den. Aber der ist halt nur für da oben das Licht. Obwohl, man könnte halt gucken, warum das hier nicht verbunden ist. Man könnte dann vielleicht... Nee, aber da scheint sich auch nichts tun zu wollen. Hier ist auch gar keine Lampe, glaube ich. So, das heißt, wir nehmen unser Brecheisen und werden wohl doch den Keller erkunden müssen, wenn ich das richtig sehe. Auf der Suche nach, ja, ich weiß es nicht, einem Schlüssel wahrscheinlich. Mal gucken. So, was haben wir hier? Ich will nicht... Oh. Oh je, oh je. So, was haben wir hier alles? Mal nachschauen. Das sieht jetzt alles nicht so aus, als ob hier irgendwie was wäre, was wir gebrauchen könnten. Oh, das ist sehr gut. Eine Taschenlampe. Also ob das gut ist, weiß ich nicht. Aber zumindest sehen wir dadurch mal mehr. Und können vielleicht auch so Sachen... Wie, ja, wie einen kleinen Schlüssel vielleicht finden, ja, der irgendwo in einem Raum versteckt ist. Jetzt können wir hier nochmal in Ruhe genau gucken gehen. Ob hier irgendwo was liegt. Hier scheint ja wirklich irgendwie nichts zu sein. So, das heißt, hier ist nichts. Hier, dann können wir hinten in der Ecke, können wir mal gucken, ob hier irgendwie was liegt. Da konnten wir vorher auch nicht gucken. Aber hier liegen nur Kabel, Rohre, Isolierung und so ein Kram. Das können wir jetzt auch was aufheben oder sind wir jetzt total eingeschränkt? Ne, das können wir auch noch... Können wir das gleichzeitig tragen? Ja, das können wir gleichzeitig tragen. Auf alle Fälle kommen wir jetzt mal in dem dunklen Haus... nach einem Schlüssel suchen vielleicht, den wir vorher halt einfach gar nicht sehen konnten. So, dann schauen wir doch mal. Hier liegt Zeugs rum. Jede Menge Zeug. Da kommen wir aber auch nicht hin. Ich denke mal, hier in dem Raum wird nichts sein. Hier haben wir jede Menge Eisenträger und Eisenstangen und so ein Schiss.
Wir brauchen auf alle Fälle den kleinen Schlüssel. Ja, vermute ich mal. Das ist jetzt zumindest mal das, wonach ich schaue. So. Aber ich sehe ihn nirgendwo. Zumindest mal hier nicht. Nicht das Licht einfach ausmachen. So. Das hier würde ich halt gerne umlegen, aber das scheint nicht zu gehen. Hm, ich weiß nicht. Hier ist auf alle Fälle irgendwie mal kein Schlüssel. Why is everything always locked? Ich hätte eigentlich gehofft, dass er hier vielleicht irgendwie drin liegt. Ich weiß, vielleicht haben wir auch nicht sorgfältig genug geschaut, aber ich glaube nicht, dass es... Also hier ist zwar alles ein bisschen versteckt, aber... Dass es so sorgfältig versteckt ist, ich weiß es nicht. Was ist denn da hinten eigentlich? Da kann man auch nochmal gucken gehen. Aber wir schauen gerade nochmal hier in dem Haus nach dem Schlüssel. Ach, wir haben auch, glaube ich, auch gar nicht hier in Schubladen oder sowas geschaut, aber das sieht doch nicht so aus. Als ob hier etwas wäre. Dass ich gerade, ich weiß gar nicht, seht ihr das jetzt auch im Bild? Cortana hat sich gerade gemeldet und gefragt, ob ich irgendwas Leckeres aus der Gegend kaufen möchte. Total unnötig. So, ich sehe hier nichts. Seht ihr hier was? Ich denke nicht. Wir brauchen einen Schlüssel immer noch, Leute. Also wir brauchen den Schlüssel für diesen Raum. Und ich weiß aber gerade im Moment nicht, wo der sein soll. Ich glaube auch nicht, der wird halt auch nicht einfach hier auf dem Boden rumliegen, oder? Was meint ihr? Der wird schon irgendwo sinnvoll platziert sein. Wo würde ich den Schlüssel aufbewahren? Naja, hier in dem Haus kann er überall sein. Das ist übrigens das Gerüst. Und eine der Leitern. So, hier scheint es aber auch nirgendwo hinzugehen. Oh. So. Hm. Wie geht's denn nun weiter? So, hier haben wir ein bisschen Benzin stehen. Ich glaube, hier kamen wir nicht rein, Macht. Oder? Vielleicht aber mit dem Brecheisen. Mist, wo haben wir das Brecheisen fallen lassen? Liegt das noch hier unten im Flur? Ja. Das wäre doch mal eine Idee. Aber das scheint auch nicht die richtige Idee zu sein. Das heißt, wir legen das Brecheisen wieder dahin, wo wir was finden können. Hier vielleicht. Kommen wir hier rein? Nee. Ich glaube, da soll man auch nicht rein. Hier soll man auch nicht rein. Ja, uns fehlt halt immer noch der Schlüssel. Das stört mich ein bisschen, aber wir haben jetzt eine Lampe. Wir können natürlich hier oben noch mal ein bisschen auf die Suche gehen. Zum Beispiel hier in dem Raum haben wir noch nicht geschaut. Aber ich glaube nicht, dass hier der Schlüssel für hinten in den Raum ist, wo wiederum der Schlüssel für hier den Raum ist. Das wäre natürlich verrückt. Aber möglich. No way going back through here. I don't even want to go back. Okay, also hier scheint auf alle Fälle ein Dead End zu sein. Der will halt nicht dahin. Hier ist auch nichts. So, hier waren wir. Hier haben wir eigentlich alles durchgeguckt. Oh, hier kommt immer diese schreckliche Musik. Ich weiß nicht, hier könnte vielleicht schon ein Schlüssel drin liegen. Aber da scheint nichts zu sein. Jetzt müssen wir wirklich mal weitersuchen. Wo kann denn noch was sein? Hier im Spülbecken? Nee, da unten auch nicht. Ich glaube, wir haben ja aber auch die Taschenlampe gefunden, also beziehungsweise auf dem Stuhl. Hier in dem Raum. Es sieht ja alles mal nicht so... Oh, oh, oh. What the hell? Jetzt wird es natürlich interessant. Oh, meine Nase juckt. Wie verrückt.
So. Da haben wir eine Leiche. She's dead. It's dust. Similar to what I found upstairs on the... She was being dragged over here through the house. It's the address of this house. Was she invited here too? Hä, was war das denn jetzt oben? So, jetzt bekomme ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. So, wir testen. Wir könnten mal gucken, ob das der Schlüssel hierfür ist. Locked. Nee. Ach, wir haben auch hier so ein Inventar. So, da haben wir aber sonst dann auch nichts Interessantes mehr. This is the way out. Das heißt, wenn wir Strom hätten, können wir hier aufmachen. Oh Leute, das macht mich absolut unglücklich. Jesus. Wow. This place is scary. Shit, no power. The electric must have tripped for the whole garage. Ach man. Hätte es jetzt nicht einfach vorbei sein können. Deswegen, wir gucken mal gerade, ob hier noch was ist. Ansonsten eine Kreissäge natürlich. Die hat noch gefehlt. In unserem kleinen Horrorladen. Oh, hier geht's noch weiter. So. Die Leiter können wir mitnehmen. Interessant. Das heißt, wir werden die irgendwo brauchen, um eventuell aufs Dach oder sowas zu kommen. Ah, vielleicht nicht aufs Dach, aber vielleicht können wir damit... noch weiter hoch. Jetzt will ich aber erstmal gucken, ob den Schlüssel, den wir gefunden haben, ob der auch da hinten passt. Das wäre doch mal interessant, oder? Ach, wir haben den gar nicht mehr. Why is everything always locked? Na super. Das heißt, wir gehen doch aufs Gerüst. Auch wenn mich das jetzt nicht gerade glücklich macht. Aber was sollen wir sonst tun? Huhuhu, ja, da fühlt man sich doch wohl. Aufs Dach hinaus. Klar. Soll ich jetzt hier runtergehen, oder? Jesus! Nein! Oh. Okay, müssen wir laufen? Ich weiß es nicht. Jesus! Get away from me! Lauf! Lauf! Oh. This is Lightwater Police. Stay where you are. You're under arrest. Get down on your knees. But I didn't do anything. Get on your knees now. You are under arrest. This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man.
No, he was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems 2 weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team-building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggested you murdered that woman. No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You, no one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? I don't know why you murdered that woman, but I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless. Und nu? Das war's. Das Spiel ist vorbei. So, kommen wir hier raus aus dem Endcredits. That's how it all began for me. And it was far from over. Oh, interessant. Ich weiß, da steht jetzt fortsetzen. Ob es noch weitergeht, ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, egal wie auch immer, wir machen hier gleich mal einen Cut, aber zuerst noch, ich fand es sehr spannend, ja, weil man dachte die ganze Zeit, jetzt kommt irgendwas und am Ende kam ja auch jemand und ihr seht schon, das ist eine ganz tragische Story. Der Falsche wird jetzt quasi verdächtigt und verhaftet. Ja, wir werden es, ich weiß nicht, ob wir es erfahren werden, vielleicht werden wir es nie erfahren. Ich weiß auch nicht, vielleicht hätte es was geändert, wenn wir das Handy und das Portemonnaie nicht eingesammelt hätten. Ich weiß es nicht, vielleicht könnte sein. Ich gucke gleich mal, ob mit Fortsetzen noch was kommt. Dann nehmen wir auf alle Fälle einen weiteren Teil auf. Ansonsten würde ich gerne von euch Feedback haben, wie ihr es fandet, wie ihr das Spiel einmal fandet. Ob ihr es genauso spannend fandet wie ich. Wie ihr das mit der Facecam fandet. Ja, ihr habt mich jetzt die ganze Zeit gesehen. Schreckt vielleicht den einen oder anderen ab. Aber ansonsten würde ich ja gerne ein bisschen Feedback von euch bekommen. Aber das war... Ich habe noch ein paar andere Horrorspiele auf Lager. Outlast, Soma. Die könnte man auch damit machen. Wobei die, glaube ich, noch ein bisschen mehr ins Eingefleischte gehen als das hier. Und würde mich eigentlich auch tierisch freuen, das vielleicht zu machen. Gerade bei der Atmosphäre, die ich hier habe im Keller. Weiß ich nicht, ob ich mich dann nicht lieber unterm Tisch verkrieche und am besten nie wieder rauskomme. Aber das müssen wir einfach mal gucken. Schreibt mir Kommentare. Guckt euch meinen Kanal an. Guckt euch meine anderen Videos an. Gebt ein bisschen Feedback. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr wirklich die anderen Videos, die noch kommen, nicht verpassen wollt, lasst vielleicht sogar mal ein Abo da. Dann steh mal etwas näher in Kontakt und das würde mich tierisch freuen. Ansonsten war es das jetzt erstmal von mir und von dem Spiel Blameless. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Toll, dass ihr mit dabei wart. Ich bin der Pili. Auf Wiedersehen.